Hey, du läufst so schnell. So, also damit schönen guten Morgen, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Heute Samstag, machen wir noch krank. So, wer hat Lust auf Pancakes? Und du hast es ausgemacht. Weil du weggegangen bist. Wollen wir es unten nochmal hören und zusammen Pancakes essen? Nein, ich will das gucken. Okay, aber ich möchte dein Zimmer aufräumen noch. Guck mal, was du hier gemacht hast. Eine Ordnung. Genau. Hilfst du mir? Ja. Eine Ordnung. Sehr gut, Schatz. Ja, musst du nicht so schmeißen. Kannst du ein bisschen vorsichtiger rein. Ja, perfekt. Lieren vorsichtiger. Die Sachen kosten Geld, Schatz. Nicht so doll. Sehr gut, Schatz. Sehr gut. Guck, machen wir noch einen Deckel drauf, so irgendwie ein bisschen. So, stellen wir den hier hin. Fertig. Guten Morgen aus dem Krankenlager. Ich melde mich dann auch mal zurück. Wow, die letzten Tage waren heftig. Kann man einfach so sagen. Tobi war gerade so süß. Ich habe gerade Frühstück gemacht. Joghurt mit Beeren und einen Lavita-Saft. Ganz gut für ein bisschen Energie, Vitamine. Ich habe nämlich die letzten Tage nicht so viel gegessen. Ja, mir geht es heute den ersten Tag. Also gestern ging es auch schon langsam bergauf. Aber heute kann ich echt sagen, dass es mir ein bisschen besser geht. Ich fühle mich auf jeden Fall viel, viel fitter wieder. Und ja, am Montag ging es eigentlich los. Montag hatte ich schon so ein bisschen so ein Gefühl. Dienstag habe ich noch den Tag über etwas durchgezogen und dann hat es mich voll ausgenockt. Also es war von jetzt auf gleich. Ich habe Mittagsschlaf, oder das heißt Mittagsschlaf, ich bin einfach mittags eingeschlafen oder nachmittags eingeschlafen und bin aufgewacht und mir ging es einfach gar nicht gut. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, puh, ciao. Das wird hier gerade irgendwie gefühlt von Stunde zu Stunde schlimmer. Und dann lag ich abends mit 40 Grad Fieber im Bett. Über die Nacht hinweg auch ganz schlimm gewesen die Nacht. Und seitdem liege ich eigentlich nur noch im Bett. Ich sehe auch ein bisschen wuschelig aus. Ich war einmal duschen, weil ich einfach teilweise 15, 16, 17 Stunden geschlafen habe. Fieber ist schon seit gestern weg. Gestern Morgen. Und ja, ich habe mich tatsächlich so K.O. gefühlt, dass ich nicht mal die Kraft hatte, zu einem Arzt zu gehen. Und ja, habe dann gestern Abend kam dann ein Arzt vorbei und hat mich mal untersucht, aufgrund auch meiner Nackensteife, weil die war eigentlich neben den Kopfschmerzen und dem Fieber das Schlimmste. Und dann habe ich halt ein bisschen Angst bekommen, dass ich eventuell eine Meningitis haben könnte. Aber es ist alles gut. Also Nacken ist auch wieder viel besser. Also ich habe noch ein bisschen Nackenschmerzen, aber ich glaube, ich habe einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt mit der Krankheit einen Zug auf den Nacken bekommen. Also ich kann alles machen. Ja. Und jetzt frühstücke ich und hoffe, dass es mir heute besser geht und ich ein bisschen langsam den Tag starten kann. Marin geht es ja heute schon viel besser und das ist auch wirklich erfreulich, dass sie gesagt hat, sie spielt jetzt draußen mit dem Kleinen. Tada, da sind sie! Hallo. Leon, was machst du da? Hier. Ich mach ein Fluss. Ein Fluss. Fluss? Ja. Was machst du, mach du da kurz. Ein Fluss? Ja. Mama, macht denn da ein Fluss? Ja, Alter, was hat die Vogel hier? Ja, ich sag doch, das ist ein Vogelschwarm. Muss man mit dem Hochdruckreiniger ran. Könnte ich heute eigentlich noch machen, am Samstag, ne? Papa, kann mir helfen. Was soll ich da machen? Dass ich den Sand alles wegmache. Wohin denn? Weg. Ah ja, weg. Okay, nimm noch mal hier den Radlader. Guck mal hier, mit dem Radlader geht viel besser. Ja, sehr gut. Du, jetzt brauchst aber Kraft. Hinter dir ist auch der große Bagger. Nicht alles. Oh, okay.
Okay. Ja? Warum? Die ist in der Schublade. 50er, La Roche-Posay. Oh. Ja. Okay. Aber seine große neue habe ich in den Kindergarten genommen. Ja, wir haben noch eine. Ja. Okay. So, ich werde jetzt geschminkt, Leute. Ich bin jetzt heute auch mal wieder aus meinem Versteck gekommen. Das ist Puder. Nicht mit den Händen, guck mal. Das ist der Lippenstift. Damit ein Pinsel rein nur. Und hier ist der Lippenstift, okay? Und dann kannst du mich schminken. Okay. Musst du nicht mit den Fingern rein, Schatzi, nur mit dem Pinsel rein. Nur mit dem Pinsel, ist alles dasselbe, okay? So, super. Brauchst gar nicht so viel drücken. Und so machen. Das ist der Lippenstift, der muss dahin. Und das ist? Die Lippen kommt der Lippenstift, genau, den kannst du mit dir drauf malen. Musst du einfach so machen, so. Nee, musst du nur so machen. Okay. Okay. Wo sind die Lippen? Da. Wo? Da. Ja, dann mal. Das sind doch nicht die Lippen. Da. Schön. Und das weg. Mama, ich mache ein Herz für dich. Okay. Mama, ich krieg kein Herz. Doch, das schaffst du. Nein. Zeig mir mal. Doch, klar schaffst du ein Herz. Vielleicht hier mehr als so auf den Haaren. Eine rote Katzennase. Aber ich will nur ein Herz. Komm her, wir malen zusammen ein Herz. Halt fest. Komm her. So. Mama, jetzt sieht es schön aus. Ja, danke schön, mein Schatz. Möchtest du noch Lidschatten auftragen oder Puder? Oh. Stopp. Aber nur mit der Malung. Ja, nicht damit malen. Das ist hier, guck mal, jetzt kannst du noch Puder ins Gesicht machen. Schön, dann musst du da rein, so pam, pam, pam. Und dann darfst du ins Gesicht. Mama? Ja? Da noch mehr. Mhm. Und du kannst auch den anderen kleinen Pinsel, den hier benutzen. Hier ist grün, dunkelgrün. Den kannst du da auch noch ein bisschen auf den Augen malen, wenn du willst. Aber darfst du nicht so doll drücken, okay? Nicht immer da so reingrätschen. Doch. Das macht Spaß, ne? Nein. Hey, du kleiner Zwerg. Guck mal, damit kann man so machen. Das kann man so machen. Guck. Jetzt hat die Mama blaue Augen. Guck mal. Guck mal, wie du aussiehst. Du hast jetzt eine kleine Nase. Aber kann man mich aus einer Katze machen? Soll ich dir eine Katze machen? Okay, ich mache jetzt mal aus dir eine Katze. Super. Ich sehe auch gut aus, oder? Ja. Super schön. Kann ich Krallen machen? Soll ich dir Krallen machen? Ja. Ich kann dir keine Krallen machen, Schatzi. Ja. Okay, komm mal her. Ich habe eine Idee. Bitte. Aber du siehst auf jeden Fall schon mal ein süßes Kätzchen, bist du, okay? Okay, damit noch. Die Krallen? Ja. Okay, komm her. Komm her. Guck mal, du hast da sogar schon Krallen. Eine Kralle, zwei, drei Krallen. Jetzt noch eine Kralle, zwei. Und da noch eine. Da noch eine. Da und da auch noch eine. Du bist ja voll das Krallen. Gefühlt 3 Tage ihn nicht gesehen, weil ich krank war und er ist einfach komplett von seinem Sprachgebrauch ganz anders. Oh, hallo! Ich bin das Mädchen. Papa grillt. Vegane Würstchen und Wurst für mich. Bisschen heiß. Und ich habe jetzt, wie gesagt, Gurkensalat gemacht und die hier, und die schmecken, Schatz, probier mal bitte, die schmecken so gut. Das sind Smashed Potatoes. Mhm. Schmeckt gut? Mhm. Sehr schön. Ich habe noch so ein Tomate-Mozzarella-Brot gemacht. Das ist immer total einfach, den Teig kann man ganz easy kaufen und dann selber belegen. Machen wir ein bisschen passierte Tomaten, Gewürze und so drunter und dann halt Mozzarella und Tomate. Sehr gut. Ja, jetzt fehlt nur noch das Fleisch. Hallo Papa, hallo Mama. Hallo Lien. Hallo Lili, mein Schatz. Oh, pass auf mit der Gabel. Das war doof, ein Gedanke. Wir haben noch nicht guten Appetit gedacht. Haben wir noch nicht? Willst du es nochmal machen? Ja.
Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Schmeckt es dir? Ich kann alle. Ja. Oh, danke. Alle besten Freunde. Aber jetzt brauche ich nichts mehr von dir. Du musst selber essen. Damit du groß und stark wirst. Ich habe dir das gezeigt gestern im Badezimmer mit den Bukis, ne? Und das kommt nur davon, wenn man gut isst. Ja, Mann. Arme nach oben. Nach oben, die Arme. Ja. Zeig. Wow. Ja, da kommt schon Superpower. Noch ein bisschen essen, dann hast du Superkraft. Ich bin wie Hulk. Du bist wie Hulk. Du bist Hulk. Mir ist kalt. Dir ist kalt? Ja. Soll ich mir deine Hose anziehen? Ja. Okay. Alle Hose ist mir besser. Ist ja so kalt. Was denn? Das war so gut. Was machst denn du denn? Ja, okay, dann hören wir jetzt mal auf mit Duschen. Muss man sagen, war ich auch mal wieder ein bisschen zu lang draußen. Ja, es ist mittlerweile schon fast 21 Uhr. Die Sonne scheint immer noch und geht gleich unter. Es wirkt so, als hätten wir 17 Uhr oder so. Ich bin auch ziemlich müde, aber man merkt mir an, im Moment ist starker, starker Pollenflug. Richtig heftig. Aber ja, macht man nichts. Es hat auf jeden Fall richtig gut geschmeckt. Ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, wie es aktuell drüben auf dem Grundstück aussieht. Ja, ich zeig's euch einfach. So, ja, der Bagger ist mittlerweile gekommen. Wir haben den Kran da stehen, ein Dixi-Klo ist da und naja, den Bereich, den kennt ihr ja hier komplett. So sieht das einmal hier aus. Jetzt die Tage kommt nochmal das Tiefbauunternehmen und nimmt diese zwei Seiten hier weg. Den Bereich und bis zum Bauzaun da hinten. Den Bereich, der wird noch weggenommen, damit dann noch mehr Platz zum Arbeiten ist. Und dann wird auch die Tage dort unten in der Ecke unter der Erde die Rigole Platz finden zur Entwässerung von unserem Grundstück. Und ja, damit ist erstmal over and out. Styrodur und so hatte ich euch gezeigt, was alles geliefert wurde. Ja, und damit beginnen wo sind das denn? Ich glaube jetzt in den nächsten 3-4 Tagen kommen dann auch schon die ganzen Jungs und ziehen die ganzen Grundleitungen. Ja, und dann wird die Bodenplatte gegossen. Also es geht richtig gut voran. Naja, wir bringen jetzt erstmal den Kleinen ins Bett. Der muss noch geföhnt, Zähne geputzt und so weiter, alles gemacht werden. Ich würde sagen, wir beenden den Vlog hier, weil ich gehe jetzt auch gleich nur noch duschen und dann pennen. Deswegen, Leute, ein kleiner, spontaner, cooler Wochenend-Vlog der Familie Wolf. Und ich bin froh, dass die Patientin wieder zurück ist und dass es ihr gut geht. Deswegen, schreibt gerne einen Kommentar. Bis die Tage.